ich habe jetzt den ersten Interviewgast bei mir. Das ist der Alban Rexa. Alban, erstmal Gratulation zu diesem ungefährdeten Sieg. Kann man das so sagen? Der hätte eigentlich nie müssen Angst haben heute oben. Nein, Angst habe nicht. Wir haben vielleicht nicht ganz so gut angefangen, aber wir haben uns dann aufgerafft und schlussendlich einen souveränen Sieg, was braucht gegen so eine Mannschaft. Für dich war heute oben der erste Ernstkampf in dieser neuen Saison. Wie hast du dich so gefühlt? Ja, am Anfang war es sicher schwierig, um reinkommen. So der ganze Game-Shape, was hat noch gefällt. Aber die Jungs haben mich gut unterstützt und es ist immer besser geworden. Okay, und was sagst du, es sind drei Spiele gespielt. Wir konnten zweimal gewinnen. Wie ist so das Fazit von dir für einen Saisonstart vom EHC Alten? Wir haben sicher einen schwierigen Start gehabt mit zwei Derbys gegen Langenthal. Dort haben wir einen guten Job gemacht. Wenn wir den Cup auch noch dazu nehmen, haben wir jetzt drei Siege in Serie und so kann es weitergehen. Okay, gut, vielen Dank, Alban.